So, die Suche nach Kentin geht weiter, beziehungsweise fängt jetzt richtig an. Hallo. Hey Rosa, ich suche Kentin, hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Und nach seinem Verhalten am Samstag, als Evan mich angemacht hat, habe ich auch keine große Lust, ihn zu treffen. Genau deshalb suche ich ihn. Ich wollte ihn fragen, was mit ihm los ist. Ich berichtete, was die Zwillinge mir von ihrem Ausflug ins Moonland erzählt hatten. Das wär's also. Kentin und Evan spielen voreinander den harten Kerl. Die beiden sind wirklich dämlich. Stimmt, das ist nicht besonders schlau. Sei doch nicht so nachtragend. Das sieht dem Kentin, den ich kenne, gar nicht ähnlich. Ich verstehe das nicht. Vielleicht hat Evan einen schlechten Einfluss auf Kentin, aber Kentin ist nicht dumm. Ihm muss nur klar sein, dass er mit dem Feuer spielt. Stimmt, ich werde besser weiter nach ihm suchen. Sei mir nicht böse, aber ich mische mich da lieber nicht ein. Das verstehe ich, keine Sorge, ich werde dir berichten. Das hoffe ich. Bis später. So, wo sind die anderen? Hallo Melody, hast du vielleicht Kentin gesehen? Warum macht man die nicht in ihren neuen Stil? Das ist komisch, die hat man doch schon neu gemacht. Nein, tut mir leid, ich habe bisher noch niemanden getroffen. Ich kann ihn nirgends finden. Wenn ich ihn treffe, sage ich ihm, dass du ihn suchst. Danke. Ach, wie schön damals doch so einfach die Dialoge waren. Nur ein, zwei Mal und jetzt so laber, laber, laber im Campusleben. Ja. Ach, Lisander Schatz. Kann ich dir helfen, Lulu? Ich streckte mich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss. Hallo, ich suche Kenan. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nein, keine Ahnung. Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Mist, ich weiß nicht, wo er stecken könnte. Offenbar wirkte ich ziemlich aufgebracht, denn Lisander sah mich besorgt an. Ist alles in Ordnung? Ja, ich mach dir keine Sorgen, aber es ist nett, dass du fragst. Ja, alles in Ordnung. Es würde mir besser gehen, wenn ich Kentin endlich finden würde. Gerne. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ich werde noch ein bisschen weitersuchen. Bis später. Mein Lisander-Schatz. Hallo Nathaniel, weißt du vielleicht, wo Kentin ist? Ach, der war noch so lieb. Nein, tut mir leid, ich habe ihn bisher nicht getroffen. Ach. Nathaniel, kannst du mir bitte helfen? Was macht die denn hier? Das geht dich nichts an, Amber. Ich gehe dann mal, danke trotzdem, Nave. Amber, hast du vielleicht Kentin gesehen? Bitte. Ich ignorierte Amber einfach, weil die mir abfällige Blicke zuwarf. Dann suche ich mal weiter. Bis später, Nave. Okay, niemand. Oh, dieser Leck hier. Ja, gut. Ja gut. Ach, damit wollen wir noch das OP verschwinden. So lieber. Hä? Hof. Garten. Also. Sag mir nicht, dass du schon wieder nach ihm etwas suchst. Eher nach jemanden. Spielst du schon wieder den frommen Sommertier? Hast du davon nicht mal die Nase voll? Und hast du nicht die Nase davon, dich immer über andere lustig zu machen? Das ist wie bei Wonder Woman. Ich kann einfach nicht anders. Wieso mischst du dich da ein? Ich hoffe, du hast das passende Kostüm dazu. Sonst wäre das langweilig. Ich seufzte genervt. Du bist echt unlustig. Und wen suchst du genau? Du hast dich zufällig kennengetroffen. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Was willst du denn von unserem G.I. Joe?
Ich muss mit ihm reden, das ist alles. Ich muss weitersuchen, bis später. Wie Kassia erstmal rot wird einfach. Ach ja. Hä? Ich hab schon wieder keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Viola ist ins Zeichnen vertieft. Sie bemerkt mich nicht. Ich werde sie nicht stören. Wow. Einfach wow. Ja. Hallo. Irgendwer hier in diesem fucking Spiel. Ich habe mir mal die ganze Schule abgesucht und kann den nirgends zu finden. Ich muss das Gespräch wohl auf später verschieben. Ich möchte nicht zu spät zum Unterricht kommen. Im Unterricht setze ich mich neben Alexi. Und hast du mit Kendin gesprochen? Ich habe ihn nicht gefunden. Ich sah mich im Klassenraum um, aber Kendin war nicht da. Er ist nicht in der Schule. Alexi sah mich verärgert an. Was ist denn? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Kendin. Ja, ich gebe zu, ich mir auch. Vielleicht nimmt er das mit den Waffenbruder ein bisschen zu wortwörtlich. Das könnte sogar sexy sein, würde sie sich nicht so komisch verhalten. Jedenfalls erobert Kendin mein Herz sicher nicht, indem er seine Muskeln spielen lässt. Dazu muss er sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Du bist echt doof. Wir lachten. Störe ich! Augenblicklich verstummt Alexi und ich. Würde, dass ich schon das zweite Mal nur kurzer Zeit, dass sie ich jammern muss. Wenn sie auch weiterhin so unaufmerksam sind, muss ich die Direktorin informieren. Oh nein, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Es tut mir wirklich leid, das wird nicht wieder vorkommen. Der Rest der Stunde sprach keiner ein Wort. Bald ist Mittagspause. Ich werde meine Sachen in den Spind bringen und dann in die Mensa gehen. Haben Sie eine Minute Zeit? Oh nein, was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Ferres kam auf mich zu, erschien verärgert. Mir brachte der Angstschweiß aus. Ich wollte sie nicht vor der ganzen Klasse zurechtweisen, aber mir ist aufgefallen, dass sie noch ihre Aufmerksamkeit in letzter Zeit zu wünschen übrig lässt. Haben Sie Probleme? Möchten Sie darüber sprechen? Ich kann Mr. Ferres nicht alles erzählen, aber in diesem Schuljahr ist wirklich viel passiert. Ich muss schnell eine Ausrede finden, damit er mich nicht gehen lässt. Nein, ich habe keine Probleme, aber danke, dass Sie sich Sorgen machen. Bestimmt bin ich wegen der Abschlussprüfung gestresst. Das verstehe ich. Das ist ein sehr wichtiger Moment. Wissen Sie schon, was Sie im nächsten Jahr machen wollen? Nein, noch nicht. Gut, wir können immer noch darüber sprechen. Wenn Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich. Dann können wir gerne zusammen darüber sprechen. Das ist nett, danke. Mr. Ferres verabschiedete sich und ging langsam davon. Er hat recht, ich habe zwar noch etwas Zeit, aber ich sollte mir trotzdem ein wenig ein paar Gedanken über meine Zukunft machen. Ich hatte in letzter Zeit so viele Dinge im Kopf, dass ich bisher noch nicht darüber nachgedacht habe. Ich dachte noch eine Weile darüber nach, während ich meine Sachen in den Spind räumte. Dann ging ich in die Mensa. Als ich die Mensa betrat, spürte ich eine Hand auf meine Schulter. Hast du Lust, mit mir zu essen? Ja, gerne. Boah, diese schreienden Kinder hier draußen. Wir setzten uns an einen der Tische. Ich berichtete Lys. Was Alexi und Armin mir über den Ausflug ins Moonnetz erzählt hatten. Ich erzählte auch davon, von der unfreundlichen Begegnung mit Kendall und Evan im Einkaufszentrum. Und wie kann denn einer Disco zu provozieren, ist nicht gerade eine tolle Idee. Und die Freundin meines Bruders so plump anzumachen, schon gar nicht. Oh, vor allem, wenn man weiß, dass Rosalia, wenn sie wütend ist, gefährlicher werden kann, als alle unbekannten Typen im Club zu sein. Ja, das stimmt. Meinst du, es ist eine gute Idee, wenn ausgerechnet du mit Kendin redest? Er hat immer noch nicht verdaut, dass wir zusammen sind. Vielleicht würde er da deine Zurückweisung falsch aufnehmen. Das hat doch damit nichts zu tun. Ich hoffe, er kann die Dinge unterscheiden. Ich weiß es nicht, aber irgendjemand muss mit ihm reden.
Also das klingt irgendwie ein bisschen forsch. Und ich kenne ihn länger als jeder andere hier auf dieser Schule. Ich hoffe, er wird mir zuhören. Es ist jedenfalls sehr nett von dir, dass du ihm helfen willst. Es ist jedenfalls gefährlich, dass Even Jüngere in diesem Spiel mit hineinzieht. Ich dachte einen Moment nach. Dabei fand ich Even bei unserem ersten Treffen ganz sympathisch. Aber dann fand ich sein Verhalten immer merkwürdiger. Das kannst du laut sagen. Jedenfalls kennt ihr nicht mehr derselbe, seit Even aufgetaucht ist. Wir wechselten das Thema. Nach dem Mittagessen gingen wir zurück in den Unterricht. Ich verließ die Mensa. Ich habe keine Lust, zum Unterricht zu gehen, aber die nächste Stunde fängt gleich an. Und der ist wo? Hier nicht? Hä? Wo im Sport oder was? Nein, haben wir auch nicht. Hä? Ja, den Kunstraum gibt's auch. Hä? Ach, da. Als ich zur nächsten Unterrichtsstunde kam, merkte ich, dass Kenyon wieder da war. Er saß ganz hinten neben Kim. Als der Lehrer die Namen durchging, fragte er Kenyon, warum er heute Morgen nicht zum Unterricht war. Mein Wecker war kaputt, sowas kann vorkommen. Ein paar Schüler lachten über seine Dreistigkeit. Ich fand das gar nicht lustig. Wenn jetzt auch noch die Lehrer provoziert. Es wird wirklich Zeit, dass ich mich mit ihm unterhalte. Nach dem Unterricht eilte ich Kenyon hinterher, damit er mir nicht wieder entwischte. Der Junge hier. Kenny! Kenyon, warte! Hey, ich wollte mit dir über etwas reden. Nur zu, ich höre. Gibt es irgendein Problem? Du übertreibst es im Moment wirklich. Ich mache mir Sorgen um dich. Warum? Du hast dich sehr verändert, seit Even aufgetaucht ist. Ich habe von eurem Abend im Moondance gehört. Ich glaube, Even hat einen keinen besonders guten Einfluss auf dich. Ich weiß nicht, was Even damit zu tun hat. Er war auf der Militärschule mein bester Freund. Dann werde ich doch wohl etwas Zeit mit ihm verbringen dürfen, oder? Natürlich, das ist auch nicht das Problem. Aber wie kommt es dazu, wie kommst du darauf, fremde Leute zu provozieren? Macht es dir Spaß, Schlägereien anzuzetteln? Na, das war doch nur ein Scherz. Gut, Kenyon scheint nicht wirklich dazu bereit zu sein, sich anzuhören, was ich zu sagen habe. Es hat keinen Sinn. Ich sollte lieber nochmal mit Alexi und Armin sprechen. Er ist im Moment nicht bereit, Kritik anzunehmen. Dass sich sein Verhalten so verändert hat, kann nur eins bedeuten. Jetzt steht fest, dass Evelyn wirklich einen schlechten Einfluss auf ihn hat. Ich beschloss, nach Hause zu gehen und nach einer anderen Lösung zu suchen, um ihn zur Vernunft zu bringen. Kaum war ich auf dem Hof angelangt, hörte ich hinter mir Embers hämisches Lachen. Lass mir Luft zum Atmen, Lulu. Offensichtlich gehst du allen auf den Geist. Und ich bin nicht die Einzige, die das denkt. Oh, lass mich, Amber. Du hast auch wirklich nichts Besseres zu tun. Ich ging weg. Immer noch aufgewühlt von dem Gespräch mit Kenyon verließ ich die Schule. Jo. Endlich zu Hause. Ich kann Kenyons Verhalten immer noch nicht fassen. Das Gespräch mit Kenyon war wirklich unangenehm. Alexi und Armin haben sich geirrt. Kenyon interessiert sich nicht für das, was ich zu sagen hatte. Das ist traurig. Wir kennen uns schließlich schon so lange. Ich muss einen Weg finden, ihn wieder zur Vernunft zu bringen. Wir müssen ihm zeigen, wie sehr er sich von Even beeinflussen lässt. Falls es nicht schon zu spät ist. Der Rest der Woche verging wie im Flug. Leider bessert sich Kenyons Verhalten nicht, eher im Gegenteil. An einem Tag hätte er beinahe eine Prügelei von der Schule angezettelt. Kenyon, ich bin nicht deine Puppe. Hörst du? Oh, ich bitte dich, Lulu nicht so respektlos zu behandeln, Kenyon. Sonst was. Wir wissen alle sonst was. Du bist kein großer Schläger, Lysander, das wüsste ich.
Vielleicht wärst du überrascht. Oh. Dann zeig doch mal, wie das aussieht, wenn du wütend wirst. Ja. Dazu habe ich ja nur ein kleines Video mal gemacht. Ein Crack. Ihr erinnert euch noch? Wenn der Sander wütend wird. Ich musste dazwischen gehen, um eine Prügelei zu verhindern. Das reicht. Ihr werdet euch doch wohl nicht wirklich prügeln. Kendin, du bist unerträglich. An einem anderen Tag kam Kendin viel zu spät zum Unterricht. Kendin, ich hoffe, Sie haben eine gute Entschuldigung für Ihr zu spät kommen. Sie haben nämlich in den letzten Tagen schon häufiger unentschuldigt gefehlt. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Nein, ich habe keine Entschuldigung von meinem Vater, wenn Sie das wissen wollen. Wenn Sie weiter so unverschämt sind, lasse ich Sie 2 Stunden nachsitzen. Super, dann kann ich ja nochmal nachlesen, wie man ein Kondom über eine Banane zieht. Das reicht, Kendin, Sie werden 2 Stunden nachsitzen. Und jetzt gehen Sie bitte direkt zur Direktorin. Kendin ging ohne seine Provokation immer weiter. Kendin ging mit seinen Provokationen immer weiter. Und trotz aller Versuche, ihn zur Vernunft zu bringen, blieb er weiter stur. Schließlich schmiedeten Alexi und ich einen Plan. Oh, Kennybell. Was soll das denn alles? Unterwegs bekam ich eine SMS von Laeti. Ja. Vielen Dank für deine Hilfe, Lulu. Ich habe mit meiner Mutter geredet und es geht schon viel besser. Es ist zwar noch nicht alles perfekt, aber wenigstens haben wir uns ausgesprochen. Ich antwortete, es ist super, ich hoffe, wir sehen uns bald, um darüber zu sprechen. Hab dich lieb. Oder halt die Fresse, je nachdem. gut, wenigstens eine Person konnte ich helfen. Alexi und Armin sind schon da. Ja, das sind sie. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich auch Lisander Bescheid gesagt habe. Lisander wirkt sehr entschlossen. Ich glaube, er kann es nicht tolerieren, dass Kendin so mit mir spricht wie beim letzten Mal. Und ich auch nicht. kein Problem. Wir setzen uns zusammen und versuchen, eine Lösung zu finden. Wisst ihr schon das Beste? Even hat uns morgen zu einem zweiten Abend im Moodlands eingeladen. Ja, wir sind begeistert. Wie du weißt, wollten wir unbedingt nochmal dorthin. Wir haben beschlossen, die Einladung abzulehnen. Lieber sterbe ich, als dass ich in diesen Loch zurückkehre. Übertreib's nicht so, Armin. Wir haben keine Lust, wieder die Spielchen von Kendin und Even mit anzusehen. Ja, diese Testosteron-Show interessiert uns nicht besonders. Das ist verständlich. Doch ihr müsst unbedingt dorthin. Wir sollten alle mitgehen. Bitte? Ich wüsste nicht, wie uns das weiterbringen sollte. Hör zu. Wenn wir alle zusammen dorthin gehen, können wir auf Kendin aufpassen, damit er sich nicht in Schwierigkeiten bringt. Vielleicht fällt ihm dann auch endlich auf, wie merkwürdig er sich in letzter Zeit verhält. Wenn er es bemerkt, dass wir uns alle Sorgen um ihn machen, realisiert er vielleicht, dass diese Sorge doch berechtigt sind. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Plan schiefgehen wird. Mist. Aber wenn du meinst, es könnte funktionieren, macht, was ihr wollt. Ich gehe jedenfalls mit Kendin und Even in diesen Club. Und wenn wir alle, wenn wir sie alleine dorthin gehen lassen, bringen sie sich vielleicht noch in Gefahr. Ich werde nicht einfach abwarten und nichts tun. Ich lasse dich nicht allein dorthin gehen, ich komme mit. Schließlich beschlossen wir, Even und Kendin alle zusammen am nächsten Tag ins Moonlands zu begleiten. Gut, jetzt muss ich nur noch ein passendes Outfit finden. Aber vor allem muss ich meine Eltern überreden, mich weggehen zu lassen. Hallo, schon zu Hause? Ja, wir hatten heute früher Schluss. Super, Zeit für das wohlverdiente Wochenende. Apropos Wochenende. Ich wollte dich etwas fragen. Mama sah mich erwartungsvoll an. Ich habe keine Lust, sie wieder zu belügen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mir erlaubt, in meinen Club zu gehen. Ja. Ich werde morgen Abend gerne ausgehen. Ah, ja. Und wohin? In einen Club. Er heißt Moondance. In einen Club? Und was willst du da? Na, tanzen. Bitte, Mama, es ist sehr wichtig, dass ich dorthin gehe. Ich meine, ich möchte wirklich gern dorthin. Mit Rosalie? Nein, mit anderen Freunden und aus der Schule und ihrem großen Bruder.
Hör zu, fühle mich gerade ein bisschen überrumpelt. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich für Discos und so etwas interessierst. Es ist keine richtige Disco, eher eine Bar mit Musik. Ich verspreche dir, ich trinke kein Alkohol und passe auf mich auf. Sieht aus, als wäre dir dieser Abend sehr wichtig. Mama dachte einen Moment nach. Hör zu, ich habe nichts dagegen, wenn du mit deinen Hausaufgaben gut vorankommst und nicht zu spät zurück bist. Ich fiel ihr um den Hals. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie es mir erlauben würde. Vielen, vielen Dank, Mama. Du bist einfach toll. Ich kann meiner Tochter doch nicht verbieten, tanzen zu gehen. Dein Vater und ich haben schließlich auch immer gern getanzt. Außerdem ist es mir lieber, du sagst mir die Wahrheit, als dass du dich abends heimlich davon schleichst. Wenigstens weiß ich, dass ich dir vertrauen kann. Erleichtert ging ich zurück in mein Zimmer. Ich frage mich, wie dieser Abend wohl verlaufen wird. Wie auch immer, ich werde morgen Nachmittag ein Outfit für den Abend kaufen gehen. Vielleicht sollte ich jemanden bitten, mir bei dieser Wahl des Outfits zu helfen. Alexi. Ich rief Alexi an und fragte ihn, ob er mich in die Stadt begleiten würde, um mir etwas Passendes zum Anziehen zu kaufen. Ja, gerne, wir suchen dir ein glitzerndes Outfit und du wirst ganz sicher die schönste Model sein. Haha, wenigstens etwas. Dann bis morgen. Ich erzählte auch Rosalie von dem bevorstehenden Abend im Moondance, damit sie Lei Bescheid geben konnte, dass wir in seinen Laden kämen. Ich sollte heute früh schlafen gehen, damit ich morgen in Form bin. Ich dachte nochmal an Kendo und stieg schließlich ein. Morgen Abend wird es ernst. Nach einer unruhigen Nacht wachte ich besorgt auf. Wenigstens bin ich heute Abend nicht allein. Musste man erst das Outfit kaufen? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube ja. Ich traf Alexi in der Stadt. Hallo Ludo, bereit für die Shoppingtour deines Lebens? Gut, dass du Alexi gerufen hast, den Meister der Verführung. Die Beratung kostet nur $500, ein Freundschaftspreis. Träum weiter, Alexi, was? Findest du das witzig? Nein, Versuch war's wert. Dann mal los. Wir betraten Leis Laden. Hallo Lulu, du bereitest dich auf einen großen Abend vor, habe ich gehört. Ja, das könnte man so sagen. Geht Rosa auch mit? Nein, wir gehen auch nicht wirklich zum Spaß dorthin, sondern um etwas zu erledigen. Ich werde vor allem auf Kendall aufpassen, damit er nicht auf einem Polizeirevier endet. Nicht so wie Army. Es gibt Schöneres. Ich ließ mir jedoch nichts anmerken, um Lane nicht zu enttäuschen. Das sind die Kleider, ich lasse euch in Ruhe anprobieren. Ich muss zur Kasse. Ruf mich, wenn ihr meinen Rat braucht. Vielen Dank. Ist er nicht süß? Lass die Finger von Rosas Freund. Ich lasse ja die Finger von ihm. Das ist nur eine Feststellung. Jetzt, wo ihr beide einen Freund habt, werdet ihr den armen Alexi seinem Schicksal überlassen. Ja, Episode 3, Campusleben. Ja, genau, das hatten wir vor. Genug geplaudert, ab in die Umkleide und führe mir die Outfits vor. Die Sachen sind nicht gerade billig, aber ich hoffe, dass die Sachen... ich hoffe, die Sache ist wert. Das ist so teuer. Welches nehme ich? Das Wort, glaube ich, für wen war was? Für wen war was? Ich will das $5 billig, das nehme ich das einfach. Ich weiß aber echt nicht mehr, für was er war. Ich glaube, das Rote war für Evans Bild. Und das Blaue war, glaube ich, für Kenton. Ja, und ich sehe bescheuert aus. Ja, tatsächlich war jetzt das hier für Kenton. Und ich glaube, das Rote war doch für... Armin oder Alexi. Boah, ich weiß echt nicht mehr, das ist schon ewig her. In diesem Outfit gefällt ich mir gut. Ich hoffe, es wird auch Lissandra gefallen. Unwerfen, das gesamte Moondance wird dir zu Füßen liegen. Wir werden es sehen. Danke für deine Hilfe, Alexi. Ich habe auch etwas Passendes für den Abend gefunden. Wenn ich den Abend schon damit verbringen muss, keine Nacht zu schnüffeln, dann will ich dabei wenigstens unwiderstehlich sein. Und du zeigst mir die Sachen nicht? Das war deine Überraschung. Nachdem wir Lays Laden verlassen hatten, ging ich nach Hause, um mich fertig zu machen. Gut. Hallo, mein Schatz. Warst du beim Shoppen erfolgreich? Ja, Alexi hat mich begleitet und ich habe ein tolles Outfit gefunden.
Lass mal sehen. Ich zeig dir die Sache meiner Mutter. War wirklich toll. Du siehst darin sicher wunderschön aus. Ich habe etwas für dich, das gut dein Outfit passen würde. Warte, ich hole es eben. Sie kam mit einer Haarspange zurück. Die ist wirklich hübsch. Danke, Mama. Bitte, meine Tochter geht schließlich nicht jeden Tag tanzen. Gut, ich muss jetzt los. Pass auf dich auf und komm nicht zu spät nach Hause. Ja, versprochen. Gut, dass ich meiner Mutter die Wahrheit gesagt habe. Sie ist wirklich süß. Ich ging ins Badezimmer, um mich fertig zu machen. Ich gab mir dabei mehr Mühe als sonst. Um in den Club zu kommen, muss man volljährig sein. Ich darf also nicht aussehen wie ein kleines Mädchen. Ich muss los. Ich bin mit den Jungs an der Bushaltestelle verabredet.